Hallo ihr Lieben, euer Girl, sicher und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic 2006 mit dem Grande Finale gegen Solaris. Jeder von Sonics Freunden Shadow, Rouge, Tails, Knuckles, Omega und Amy haben jeweils einen Chaos Emerald gefunden und damit können wir Sonic eventuell mit der Kraft der Freundschaft, mit der Kraft der Liebe wiederbeleben. Hat was von Sonic Frontiers, da wurde es auch wieder aufgenommen. Da ist Sonic ja auch das zweite Mal gestorben. Aber hier im letzten Part, falls ihr es nicht gesehen habt, durch Mephiles gestorben. Eiskalt. Er ist tot. Leblos. Ist nur eine tote Hülle. Sonic. Können wir ihn retten? Wir finden es jetzt heraus. Dem Grande Finale. Selbst Eggman hilft uns. Denn er hat mit seiner super Sonnenbrille auf Destruction die Chaos Emeralds lokalisieren können. Oh Chaos Emeralds, Gems of Miracles, please heed my call. I wish to save this world. I wish to cleanse my father's sin, and I wish to talk to Sonic. Once again. You have given me so many things. Now it is my time to return the favor. I care not what happens to me, but please heed my voice. Sonic, come back to me. To us. Die legendäre Kussszene. What doesn't kill you makes you even stronger. Sonics Power werden unsere Protagonisten alle zu Superform. Super Sonic, Super Shadow und Super Silver, den man nur in dem Spiel sieht. Ja, und jetzt kommt der Fallbosskampf gegen Solaris, das Solaris-Projekt. Von Elise Vater entworfen irgendwie. Von das Königreich verbessern durch Zeitreisen. Und der Scheiß ist dabei herausgekommen. Eine Mischung aus Iblis und Mephiles. Der große Boss, die ist geil. Auch wenn ein wenig verbuggt in Spiels. So ihr Lieben, ich habe euch das mal gecuttet, weil ich einfach nicht mehr genau wusste, wie das geht. Jetzt weiß ich. Wir brauchen erstmal Silver, um den Panzer zu durchbrechen. Weil Sonic und Shadow können nichts machen am Anfang. Einfach alles zurückschleudern, sodass wir die Panzerung durchbrechen. Müsst ihr wissen. So ist das halt. Komm, gib mir deine komischen Kugel. Und irgendwann gibt er halt klein bei mit der Panzerung. Weiß auch nicht, was da noch für andere Kugeln rumschwirren. Ist halt richtig lustig, die müssen halt alle zusammenarbeiten und wenn du keinen Ring mehr hast, dann wirst du ja was passiert, ne? Dann fällt Super Sonic, Super Shadow Final vor Himmel und sind tot. Deswegen, aufpassen. Weil ihr seht, es macht ein bisschen Schaden. Viel, aber ein bisschen. Das ist halt das, was man hier tun muss. Panzerung mit Silver durchbrechen. Okay, schnell wechseln. Okay,
Ja, Sonic kann nicht wirklich was machen. Herumfliegen, fliegen. Kloppter, verrückter Igel im Weltall. Kann den hier machen, aber das bringt halt nichts. Wie ihr seht, er schützt sich sofort. Wir müssen erst diese Panzerung loswerden. Tricky. Guck, es bringt nichts. It's on you, Shadow. It's on you, Shadow. Shadow kann halt diese Chaos-Sphären aussenden. Oder aufladen, ganz viele aussenden. Aber das bringt uns nicht weiter, wir brauchen Silber. Oh shit. Was? Nur 12 Ringe? Schnell weg. Ja, war noch nicht wieder vollständig aufgeladen. Es soll ein bisschen nur warten. Zieht sich sehr, der Bosskampf. Ist cool inszeniert und alles. War so ein bisschen rätselmäßig. Wie geht das überhaupt, ne? Das muss ich fragen. Ich frage mich wirklich, was das für komische Kugeln hier sind. Die hier. Einfach Kugeln, die uns Schaden machen. Interessant. Ja, Shadow kann hier nichts tun. Hoch und runterfliegen, nichts bringt wirklich was. Muss leider noch ein bisschen warten, bis Silver wieder genug Ringe hat. Die Idee ist, how it is. Vielleicht von oben mal probieren? Von hier oder so? Ja, von oben, let's go! Da bröckelt was! Ja, okay. Ganz schnell weg. Das war uncool. Ja, es dauert natürlich jetzt sehr lange, bis Silver wieder seine Ringe zurück hat. Aber es ist halt der Bosskampf, der dauert ewig, der ist episch inszeniert. Weil er sich ja kaum wehrt, ne? Für Solaris, den ultimative Zerstörungsgott quasi. Ich weiß nicht. Dafür macht er ein bisschen wenig. It's all you, Shadow. Ja, er hat wieder seine 50 Ringe, das ist gut. Oh, wir brauchen sogar Shadow gerade, glaube ich. Ne, es wurde nur erklärt, wie das geht. Ist okay. Oder macht das gerade was? Doch, das macht tatsächlich Schaden. Wir brauchen Shadow. Okay, gut zu wissen. Schön aufladen und let's go. Jetzt geht wieder nichts, ne? Ha, ich das besser verstehen würde alles. Schade. Ich kann versuchen, nach oben zu fliegen. Ich kann nach unten probieren. Oh, das macht immer noch Schaden. Shadow ist unser Mann. Brauchen Shadow. Die Frage ist, was habe ich jetzt gemacht, was ich eben nicht gemacht habe. Vielleicht einfach warten, bis er sich nicht mehr schützt. Dann draufballer. Jetzt muss ich leider weg sein. Oh. Okay. Das Ding ist, ich glaube, wir brauchen jetzt Sonic. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt Sonic. So was jeder einmal am Zuge war. Macht Sinn, ne? Okay. So vielleicht? Klappt. Ja, ist schon cool inszeniert, ne? Wie die super Formen hier alle zusammenarbeiten. Super Shadow, Super Silver, Super Sonic. Das ist schon cool gemacht. Mal den Bosskampf halt erstmal verstehen. Habe ich euch den ersten Versuch rausgekattet, weil ich es viel zu lange überlegt habe. Das kann sich ja keiner anschauen, den Scheiß. Heutzutage muss ja immer alles perfekt laufen auf YouTube. Darfst du kein, gar nicht mehr rätseln? Musst sofort den Lösungsweg präsentieren. Tschu! Komm schon einmal noch.
Es wird nix. Scheiße, scheiße, scheiße. It's on you, Shadow. Komm, Shadow, der macht das jetzt. Shadow, the Edgelord. Es wird nix mit Shadow. Muss schon Sonic finishen. Ja, Sonic, du sagst es. Doch, der macht Schaden. Shadow macht das. Shadow schafft das, Leute. Er schafft das. Oder auch nicht. I don't know. He did it. He just did it. War das etwa schon? War das der Final Boss? Will ich so komisch reden? Natürlich nicht. Phase 1. Is it over? No, it's not over yet. I guess it's not gonna be that easy. Ach, was du nicht sagst, Sonic. Jetzt kommt die ultimative Form. Sieht auch aus wie ein Adler, ne? Soliana lässt grüßen. Halt den Willen, Solaris, auf. Och, hat man ihm das Förmchen weggenommen, oder was? Ja, jetzt kommt der True Final Boss mit der epischen Musik. Oh yeah. Gut, Phase 2 weiß jetzt natürlich nicht, was zu tun ist. Kommen wir nicht durch? Wie war's mit Shadow? Ja, wir müssen noch den Chor zerstören. Oh, jetzt geht's richtig was ab. In this world. Oh, jetzt kommen überall Laser, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt Undertale. Oh, Shadow macht tatsächlich schon. Shadow is our boy. In this world. Life's an open world. In this world. Compromise does not exist. Ah, episch. Gut, probieren wir's mit Silver. Wenn es immer ein bisschen leckt, ein bisschen weird oder so, ist es halt. Tschu! Oh, er blockt jetzt mit seinen eigenen Dingern. Yes! Silver, du bist der Geilste. Du machst ja richtig viel Schaden. So einen komischen Brocken. Harte Brocken, ne? Solaris ist auch ein harter Brocken. Ja, schnell wechseln, ist besser. Vielleicht kann Sonic ja schon wieder ein bisschen was machen. Oh, ist so episch. Also Solaris Fall 2 ist da richtig geil. Oh, die Laser, ich muss hoch, ich muss runter. Tschu! Das hat, glaube ich, nichts gebracht, ne? Trotzdem muss ich ein bisschen zahlen, sodass Shadow und Silver die Ringe zurückbekommen, ihr Lieben. Ich muss zahlen. Doch, das macht Schaden. Sonic ist unser Igel. Ich glaube, jeder kann den einfach besiegen. This might be a fair fight, ja. Nicht wirklich. Aber zusammen sind wir stark. Drei Superformen reichen aus für ein Solaris. Komm schon, Shadow. You can do it. Woo! Ja, straight up Undertale. Okay, ich hab's verstanden. Ja, schön Lasershow hast du da, Solaris. Ganz toll. Ganz toll. Silver auf jeden Fall entschlossen. Schön, Silver. Dass du so siegessicher bist. Ich bin es nämlich nicht. Ah! Das war ein Angriff von Mephiles, habt ihr das gesehen? Das war ja so ein schwarzes Loch, das von Mephiles gewohnt war. This wird. Schnell weg. Ich glaube, wir brauchen Sonic. 42 Ringe, das ist nicht voll, aber. Ja. Und. Wow. 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 Wow, Leute. Wow. Okay, nicht angreifen, wenn er Laser macht. Notiert. Oh, die Ringe werden immer weniger. Die Ringe werden immer weniger. Shadow steht so ein bisschen für die Vergangenheit, Sonic für die Gegenwart und Silver für die Zukunft. That makes sense. Wow. Silver.
hätte ich ohne deine Hilfe niemals gemerkt, dass wir switchen müssen. Yes! Das hat überhaupt Schaden gemacht? Scheiße, ich glaube, wir brauchen Sonic. Muss ein bisschen stallen. Hier unten trifft er, glaube ich, nicht. Sei leise, Girl. Sei leise. 33 Ringe nur. Ach, Kinders. Bam! Das war ein schöner Treffer. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Deswegen war das gleich normal und haben es geschafft. Super Sonic. Just made it. Gut, dann genießt mal das Ending von Sonic 2006. Ha, war das so episch. That was incredible. What? So gut war ich jetzt auch nicht. Scheinbar schon. Die letzte Goldmedaille. Cool. Tja, alle Episoden abgeschlossen. Damit endet ein cooles Let's Play und Spiel. Ja, schon fast ein bisschen traurig. Did you destroy it? No. That is the true Solaris. Look, Elise. This is Solaris, the flame of hope. So beautiful. When the flame has grown large enough, our world will change. Solaris will allow us to control time and move through history. People will be able to rectify past mistakes and avoid bitter fate. Will we be able to see Mama? Yes, Elise. We'll both be able to see your mother once again. Ah, der hat das Projekt gemacht, um die Mutter wieder zu beleben, irgendwie. That makes sense. This is where everything began. Who knew such a tiny flame could bring such devastation? If we put out this flame, Solaris will never exist. And then we'll never have to worry about the flames of disaster, right? But our encounter. You and I will never meet. It will never have happened.
To tell the truth. I don't care what happens to the world. Elise, just smile. Tja, und jetzt singt Elise nochmal für uns. Traurig, ne? Jetzt wäre alles nicht geschehen. Aber ich kann euch sagen, das ist alles Quatsch. Denn im Grunde genommen hat Elise sich auch erinnert. So, als würde mich jemand rufen und grinst. Tief im Inneren, im Herzen, hat sie das Abenteuer und Sonic nicht vergessen. Sie erinnert sich, tief im Innersten. Nur nicht mehr ganz so klar, weil sie ja die Flamme von Solaris ausgelöscht hat, damit sich wieder so eine Tragödie nicht mehr ereignen kann. Moral der Geschichte ist, wenn du die Zeit reisen könntest oder was verändern könntest, lass es einfach. Akzeptiere, wie es ist und mach das Beste raus. Das ist die Moral, die ihr spielt. Weil der König wollte die Mutter zurückholen, wollte alle Fehler besser machen, die das Königreich gemacht hatte. Und somit das beste Königreich possible Elise, also seine Tochter, zurücklassen, hat nicht geklappt, alles eskaliert und letzten Endes wurde alles zerstört. Deswegen sollte man nicht machen. Sollte das Beste aus mal aus der Gegenwart, sodass gar nicht krasse Fehler entstehen. Was aus der Vergangenheit mitgenommen werden kann, sind eben halt die Fehler und daraus lernt man. Das ist halt so das Ding. Das ist die Moral der Geschichte. Tief im Inneren erinnert sich Elise, Sonic auch und auch alle anderen. Das ist eben halt das Coole. Das verstehen viele nicht, dieses Ending. Und sagen dann so, Sonic Generations plötzlich erinnert sich wieder alle. Da kommt ja auch wieder Silver vor. Silver kann sich an alles erinnern. Blaze kann sich an alles erinnern. Ja, weil sie es tief im Herzen wissen. Die Sonic 2006 Hater sagen natürlich, oh mein Gott, wait a moment. Das Spiel ist so schlecht, man möchte es einfach vergessen und deswegen das Ending. Sodass es halt nicht Kanon ist. Quatsch. Es ist alles passiert. Nur das Gedächtnis wurde halt ziemlich schwarz gemacht, dadurch, dass die Solarisflamme eben halt ausgeboostet wurde. Dadurch sind die Erinnerungen schwammig, aber sie sind da.
Dehnung da. Gut, haben wir es auch mal erklärt. Ja, und Lace ist halt in ihre Soul Dimension wieder zurückgekehrt. Mit neuen verstärkten Feuerkräften, weil Iblis jetzt in sie drin ist. Das Einzige, was keinen Sinn gemacht hat, ist eine Shadow Story. Wir waren bei Kingdom Well. Mephiles ist entflohen und plötzlich waren wir in Zukunft in Dr. Eggmans Bars. Gut, kann natürlich sein, dass Mephiles einen dahin teleportiert hat. Ja, dann macht das wieder so. Aber ja, das war ein bisschen komisch. Auf einmal waren wir wieder in Eggmans Bars bei White Acropolis. War schon strange. Aber hey. Ich denke, Mephiles hat einen dann dahin teleportiert. Genau diese Stelle meine ich, die da gerade zu sehen ist. Sonst ergibt das halt keinen Sinn. Na gut. Final Story. Finde ich cool. Jeder kommt nochmal zum Einsatz. Leider nicht jeder Zone. Ich vermisse Radical Train. Ich vermisse Aquatic Base. Ausgerechnet die Zone, die ich am meisten mochte. Die kamen natürlich nicht vor in End of the World. Als ob das Sonic Team mir den Mittelfinger zeigt. Ist halt so. Aber nun denn. Ja, weil Blaze halt weg ist, ne? Sonst hätte man mit Blaze noch was machen können, wobei es gibt ja nur 7 Chaos Emeralds. Außer in Sonic 1 sind 6. Weil. Baum? Nee, später hat man sich halt an Dragon Ball inspiriert. 7 Dragon Ball, 7 Chaos Emeralds und deswegen kam ja auch Super Sonic wegen Super Saiyajin. Habe ich alles im Sonic 1 Let's Play damals gesagt, wie sehr von Dragon Ball inspiriert das Ganze eigentlich ist. Ja, Fallstory fand ich echt cool. Ich hatte nochmal so einen kleinen Level, der echt schwer ist. Diesen Weltuntergang, wo die Farben allmählich verschwinden, die Gegner verschwinden, das Leben verschwinden, eingesaugt wird. Das hat sich beeilen. Und damit die Solialer-Statuen kann man es temporär wieder bannen. Liefer. Fand ich echt cool. Die Idee hat sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Challenge. Und ja, der Endkampf war ein bisschen rätselmäßig. War aber richtig cool mit dem Laserstrahl am Ende. Das ist richtig crazy. Richtig schwer auszuweichen. Und ja, fand ich cool, dass jeder in der Superform nochmal zum Einsatz kam und alle Stories quasi zusammengearbeitet haben. Das erste Mal und das letzte Mal, wo man auch Super Silver sieht. Schade, aber so ist es halt. Und alleine Super Sonic hätte es nicht schaffen können. Wir brauchten die vereinte Kraft. Das fand ich schon cool. Das ist nicht mein Lieblingsfallen-Bosskampf, aber er ist schon episch inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Von daher, ja, eure Meinung zu Fallen-Story, zum Let's Play, zum gesamten Spiel in den Kommentaren. Welche Storyline fand ich dir jetzt am besten? Wahrscheinlich Sonic. Auch wenn es natürlich schwer war und ich am meisten Game Over gegangen bin. Dann wird schwer. Silver war immer was anderes. Ah, ich würde Shadow sagen. Shadow ist die zweitbeste Story. Liegt einfach daran, dass man Silver nicht eine komplette Story geben hätte sollen. Der hätte öfter ein Level auftauchen sollen wie Knuckles. Vielleicht ein bisschen öfter als Knuckles, aber nicht so oft, wie es eben halt der Fall war. Deswegen fanden viele es too much mit Silver und ja, es war einfach zu viel Silver. Für mich persönlich nicht. Aber ich verstehe die Kritik. Objektiv ist Sonic am besten in Shadow und Silver. Ich habe alle Stories enjoyed. Wirklich. Sag mal so, die schlechtesten Level waren die Dschungel-Level. Mit Sonic, die schlechteste Zone war der Dschungel. Mit Silver, die schlechteste Zone war der Dschungel. Mit Shadow nicht. Mit Shadow war am schlechtesten. Probably die Wüste. Ah, vielleicht war ich auch blöd. Ne, mit Omega war kacke. Die Wüste war am schlechtesten mit Shadow. Und ja, geiler Soundtrack, geile Story, jetzt die Story ja komplett zu Ende. Wissen wir das ganz drumherum, ich hab's ja auch immer erklärt, erläutert, damit jeder der Story folgen kann. Ich muss es jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Das Wichtige, was viele nicht verstehen, habe ich ja eben zusammengefasst. Und zwar, was jetzt mit dem Baren Solaris auf sich hat. My life is strong in this world. Life's an open world, in this world. A compromise does not exist, in this world. What's the step? Me for this,
Is what? Is what? Ja, viel davon. Is what? Compromise does not exist. Is what? Step me for this. Nochmal ein bisschen abrocken zum Schluss. Ah, ist einfach ein geiler Track. Kann man ja sagen, was ihr wollt. Das kann niemand verneinen, wie geil das World ist. Heute auch auf MP3-Player von Zebreites World. Muss einfach sein. Komm schon. Ja, euer Meinung zu Let's Play. Zum Spiel in die Kommentare. War es jetzt wirklich so schlimm? Wir hatten gar keinen Game-Breaking-Bugs. Flamecore verbuggt. Dann gab es hin und wieder ein paar lustige Stellen. Ich erinnere mich an Tails, wie er den Mann stimuliert. Ja, aber im Grunde genommen war jetzt das Spiel sehr gut spielbar und das auf PlayStation 3. Also, kommt, stellt euch nicht so an. Das Spiel wird viel zu krass gehatet. Da, die 100%, eigentlich sind es ja nicht die 100%, ne, wenn man ehrlich ist. Okay. Genau, 50 Goldmedaillen, das ist eigentlich ein cooles Ende. Hier haben wir noch die Extras, Audioraum. Das darf ich nicht spielen, gibt's wieder Copyright. I hate it so much. Aquatic Bass war schon mit das Coolste, ne, vom Track End of the World. Ach, die hatten. Stimmt. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die hören sich alle ein bisschen anders an. Legit Gänsehaut. Wie geil ist das denn gemacht? Es wird immer krasser. Guck mal hier noch so. Dun, dun, dun. Richtig gechillt und gegen Ende. Voll dramatisch. Geil gemacht. Ist ohne Scheiß. Ja, natürlich legendärer Track gibt's auch in Smash. Compromise does not exist. Nicht, hier spare ich das jetzt. Statt Quadionit immer noch am besten. Sonst hier ist so unbesiegbar. Finde ich gar nicht so cool in This World Remix. An unbesiegbar Film finde ich echt nicht sogar. Boah, so viele Cutscenes in der letzten Episode allein. So heftig. So, mit der Akkordeon beende ich jetzt das Let's Play. Liebe Freunde, gebt dem Video einen Daumen hoch. Das Let's Play ist nicht das letzte. Haltet eure Tränen beisammen. Ein weiteres Let's Play wird folgen. Und ich kann euch schon sagen, es ist Silent Hill. Aber es wird auch wieder ein Jump'n'Run geben. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dann, ciao. Daumen hoch, euer Girl. Es ist hier und ciao. Stay awesome. Bis dann. Bitte dann. Compromise does not exist. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!